Hallo und herzlich willkommen zur virtuellen Campus-Tour der KU. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und ich würde sagen, lass uns doch erstmal den Campus von Eichstätt anschauen. Der ist nämlich richtig schön. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Campus-Tour. Komm mit und lass uns zusammen die KU entdecken. Das Besondere in Eichstätt? Die ganze Stadt ist wie ein großer Campus. Ihr könnt alle Gebäude zu Fuß in maximal 10 Minuten erreichen. Das Herzstück unseres Campus ist die Sommerresidenz mit ihrem wunderschönen Hofgarten. Hier könnt ihr auch mal im Sommer zusammen mit anderen Studis chillen. Direkt neben dem Hofgarten ist das Kollegiengebäude, kurz KGA. Hier finden die meisten Vorlesungen und Seminare statt. Ihr könnt außerdem drucken, kopieren und scannen, die Lerninseln zum Arbeiten nutzen und auch eure Wäsche waschen. Im KGA findet ihr außerdem die Aula der KU. Da warten regelmäßig Konzerte und andere coole Veranstaltungen auf euch. Die Fitnessfans unter euch kommen nebenan im Sportgebäude voll auf ihre Kosten. Im Fitnessraum könnt ihr euch vor und nach den Vorlesungen so richtig auspowern. Außerdem gibt es hier ein riesiges Sportkursangebot. Vor dem Fußballplatz findet ihr die Mensa und die Cafete der KU. Hier bekommt ihr unter der Woche täglich leckere Gerichte. Ihr könnt euch hier mit anderen Studis auf einen Kaffee und einen Kuchen treffen und im Sommer draußen die Sonne genießen. Im Mensa-Gebäude könnt ihr außerdem eure KU-Card validieren und aufladen. Ein paar Meter von der Mensa entfernt findet ihr die Zentralbibliothek. Hier könnt ihr im Lesesaal arbeiten, die Lerninseln nutzen sowie scannen, drucken und kopieren. Zu den Bibliotheken der KU haben wir aber noch eine Extraführung für euch. Jetzt zeige ich euch noch, wo ihr unser Student Service Center findet. Lauft einfach von der Sommerresidenz Richtung Marktplatz. Auf dem Weg kommt ihr am Green Office vorbei, der Knotenpunkt für alle, die sich für Nachhaltigkeit engagieren. Auch das International Office findet ihr auf dem Weg. Hier findet ihr Infos und Hilfe, wenn ihr euch für ein Auslandssemester interessiert. Schon sind wir am Marktplatz 7, unser Student Service Center. Mit dem Schnellbus kommt ihr direkt zum Campus Ingolstadt. Auch der ist wirklich sehenswert. Wir sehen uns dann am Campus. Eure Luisa. Ist Eichstätt nicht einfach wunderschön? Ich habe mich damals so sehr in diesen Campus hier verliebt. Noch kurz zu meiner Person. Ich bin Luisa, ich studiere Journalistik. Solltet ihr da auch Fragen haben, könnt ihr die auch alles gerne in den Chat stellen. Was kann man hier in Eichstätt so in seiner Freizeit machen? Also in der Freizeit kann man hier wirklich viel machen, es ist viel geboten. Von der Uni gibt es Veranstaltungen, es gibt AGs, in denen man sich beteiligen kann. Aber natürlich auch gibt es im Sommer viele Angebote, aber auch im Winter. Man kann wandern gehen, man kann schwimmen gehen, man kann auf der Altmühl Kanu fahren gehen. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Orte, wo man sehr lecker essen gehen kann. Zum Beispiel kann man hier Burger gut essen gehen oder es gibt eigentlich allerlei Leckereien, die man essen kann. Es gibt aber auch sehr coole Bars für nach den Vorlesungen. Also hier kann man wirklich alles machen. Muss man denn katholisch sein, um an der KU zu studieren? Nein, das muss man nicht. Also die Forschung und die Lehre sind wirklich frei. Die KU vertritt hauptsächlich die Werte. Also es geht darum, eine Gemeinschaft zu sein, zusammen Spaß zu haben, zusammen zu lernen, einfach miteinander zu sein und niemanden auszugrenzen. Gibt es in Eichstätt gute Möglichkeiten, als Studi einen Nebenjob zu finden? Ja, das kann ich tatsächlich aus erster Hand bestätigen. Ich habe sogar zwei Nebenjobs. Und die Uni sucht immer Hiwis, also sei es in den Fachbereichen, sei es aber auch in anderen Bereichen oder von der Bibliothek. Aber es gibt auch eine breite Schullandschaft hier, in der man sich als Student für Hiwi-Jobs bewerben kann, aber auch anderweitig. Und zudem gibt es an der KU auch noch das Career Center. Die geben euch auch immer regelmäßig Updates zu Nebenjobs oder auch anderen Stellenangeboten. Und da gibt es auch richtig coole Veranstaltungen. Da habe ich auch schon teilgenommen, zum Beispiel, wie man sich auf Englisch bewirbt oder wie man generell Bewerbungen schreibt. Also da werdet ihr auf jeden Fall mit an die Hand genommen und bekommt allerlei Infos. Schauen wir gerne mal auf den Campus nach Ingolstadt, weil wir haben ja zwei
Standorte hier an der KU, nämlich in Eichstätt und in Ingolstadt. Und der in Ingolstadt, der ist auch sehr sehenswert. Hi, schön, dass ihr unseren Campus im Herzen Ingolstadts virtuell besucht. Kommt mit, ich führe euch ein bisschen herum. Am Campus Ingolstadt sind vor allem die Wirtschaftswissenschaften und unser Mathematisches Institut für maschinelles Lernen und Data Science untergebracht. In der Bibliothek findest du deswegen vor allem die Bücher, die für deine Fachbereiche wichtig sind. Unser Campus ist im Allgemeinen sehr gut ausgestattet. Hier findest du zum Beispiel die Studierendenberatung, den Studierendenservice oder das International Office. So hast du zum Beispiel am Campus die Möglichkeit zu kopieren, deine Wäsche zu waschen oder deinen Fahrradreifen aufzupumpen. Und wenn bei dir selbst mal die Luft raus ist, entspannst du einfach in unserem Obstgarten. Im Sommer stehen hier sogar Hängematten. Die Birnen, Äpfel und Kirschen, die hier wachsen, kannst du natürlich snacken. Aber falls du großen Hunger hast, haben wir natürlich auch eine Cafeteria und eine Mensa gleich um die Ecke. Schau mal, die ganzen Pokale haben verschiedene Ingolstädter Studi-Orgas gewonnen. Hier am Campus gibt es so einige, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Die Orga Denkt Nachhaltig organisiert beispielsweise mit Foodsharing den Verteiler, einen Kühlschrank, aus dem Studis gerettete Lebensmittel holen können. Unsere Orgas haben sogar einen eigenen Treffpunkt, das Studihaus, direkt in der wunderschönen Ingolstädter Altstadt. Hier findest du übrigens auch viele Geschäfte, Restaurants, Bars und Museen. Vieles ist vom Campus aus gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Gleich vor der Uni ist sogar eine Bushaltestelle. Von hier aus kannst du zum Beispiel direkt an den Campus nach Eichstätt fahren. Komm uns doch auch mal besuchen. Bis zum nächsten Mal! Ingolstadt ist auch wahnsinnig schön und hier ist jetzt auch ein neues Gesicht neben mir aufgetaucht. Das ist die liebe Laura aus Ingolstadt. Die kann eure Fragen vor allem richtig gut zu Ingolstadt beantworten. Ist es denn teuer, in Ingolstadt zu wohnen? Das weiß ich nämlich leider gar nicht, weil ich ja hier in Eichstätt wohne. Also großer Tipp, grundsätzlich sucht euch die Wohnung rechtzeitig. Umso eher ihr dran seid, umso mehr Auswahl habt ihr natürlich und könnt echte Schnäppchen machen. Ganz wichtig zu wissen, in Ingolstadt gibt es verschiedene Wohnheime für Studierende, wo ihr einfach günstiger wohnen könnt als in den freien Wohnungen. Da gehen die Wohnheimspreise ungefähr so bei 200 Euro los. Es gibt auch ein paar Zimmer, die sind noch günstiger, so bei 180, 190 Euro. Hängt dann natürlich von der Quadratmeterzahl ab. Die größeren liegen dann bei 400 Euro, je nach Ausstattung. Also wenn ihr rechtzeitig dran seid, könnt ihr da wirklich ein Schnäppchen landen. Da ist auch eine Frage zum Campus hier in Eichstätt gekommen, wie da die Wohnungsmöglichkeiten sind. Und da kann ich was dazu sagen, weil ich wohne ja auch hier. Also hier ist es eigentlich ähnlich wie in Ingolstadt. Die Preise variieren so zwischen 200 und 400 Euro. Und hier gibt es auch Studentenwohnheime. Ich wohne zum Beispiel in einem Studentenwohnheim. Da gibt es auch Unterschiede, sei es, ob es mit Küche ausgestattet ist oder nicht. Da könnt ihr aber nach eurer eigenen Präferenz ausgehen. Es gibt aber auch sehr coole WG-Zimmer und auch eigene Wohnungen, die ihr mieten könnt. Und ich sage auch immer, am besten früh genug dran sein. Also sobald ihr wisst, dass ihr angenommen worden seid, einfach schauen. Aber in der Regel findet man eigentlich hier in Eichstätt immer was. Was kann man denn in Ingolstadt so machen? Also ja, ich bin ja auch schon ein paar Mal jetzt in der Stadt gewesen. Das war auch jedes Mal richtig cool. Aber vielleicht hast du ja noch ein paar Geheimtipps für uns. Also grundsätzlich, Ingolstadt ist eine Großstadt, hat damit natürlich alle Möglichkeiten, was man sich so vorstellen kann. Man kann Museen besuchen, man kann ins Theater gehen, ins Kino, man kann in verschiedenen Einkaufszentren einkaufen, man kann Bars besuchen, Diskos, also wirklich alles, was man so in der Großstadt vermutet, findet man auch in Ingolstadt. Also auch als Tipp für all diejenigen, die in Eichstätt studieren möchten, Ingolstadt ist immer ein Besuch wert. Und auch ganz wichtig zu wissen, auch unsere Studierenden an Ingolstadt sind wahnsinnig aktiv in ihrem Studierendenleben. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele verschiedene Studi-Orgas. Es gibt zum Beispiel die WFI Summer Challenge. Die Studierenden organisieren einmal im Jahr ein riesiges Event am Baggersee in Ingolstadt. Da werden dann verschiedene Firmenvertreter eingeladen, zum Beispiel von Amazon, um gemeinsam mit den Studierenden Sport zu machen. Und hinterher hat man dann ganz entspannt im Liegestuhl ein Vorstellungsgespräch. Es gibt aber auch andere Studi-Orgas, zum Beispiel Denk Nachhaltig, die mit Schritte-Challenges versuchen, auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen oder die zum Beispiel auch mal eine nachhaltige Modenschau organisieren. Also alles, was irgendwie an Hobbys möglich ist, ist auch vertreten in Studi-Orgas. Und natürlich seid ihr auch eingeladen, selbst eine Orga zu gründen, wenn ihr sagt, mein Thema ist noch nicht vorhanden. Hatten wir zum Beispiel neulich den Fall, da haben sich ein paar Studis zu der Orga DAS zusammengeschlossen. Das ist eine Orga, die sich mit Data Science auseinandersetzt.
Braucht man ein Auto zum Pendeln zwischen Eichstätt und Ingolstadt? Nein, nicht unbedingt. Also es gibt einen Schnellbus, da ist man wirklich in kürzester Zeit, das sind so 20 bis 30 Minuten, je nachdem, wo man in Ingolstadt aussteigen möchte. Dann in Ingolstadt, es gibt auch eine Bushaltestelle, die direkt vor unserem Campus in Ingolstadt liegt und eine, die direkt hier am Campus in Eichstätt abfährt. Also das heißt, das ist wirklich ganz wenig Fußmarsch, einfach in den Bus einsteigen und losfahren. Wir haben auch einen Bahnhof hier in Eichstätt, wo man dann also mit einem Zug bequem nach Ingolstadt gelangen kann. Also das klappt alles wunderbar mit den Öffentlichen. Und grundsätzlich vielleicht zum Thema öffentlicher Nahverkehr. Eichstätt ist eine Stadt der kurzen Wege, also hier ist alles bequem zu Fuß zu erreichen. Es gibt aber auch einen Stadtbus, der hier durch die Stadt fährt. Und für Ingolstadt gilt das Gleiche, also mit dem Fahrrad und zu Fuß kommt man sehr, sehr weit. Und natürlich auch hier Busse und eine sehr gute Bahnanbindung. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Also ich habe mir auch hier mein Fahrrad mitgenommen, aber das steht in unserem Fahrradkeller tatsächlich und ist ein bisschen einsam geworden in letzter Zeit. Also, weil ich bin wirklich zu Fuß teilweise so schnell irgendwo und brauche mein Fahrrad tatsächlich gar nicht. Aber natürlich ist es trotzdem auch gut, wenn man sein Fahrrad dabei hat. Danke, dass du da warst für Ingolstadt. Ganz viel Spaß noch. Ja, wir schauen uns jetzt mal die Bibliotheken der KU an. Herzlich willkommen zu unserer Bibliotheksführung. Die KU hat nicht nur eine Bibliothek, sondern gleich fünf. Und wo ihr arbeiten und lernen könnt, das zeige ich euch jetzt. Ich schreibe hier drin in der Zentralbibliothek im Moment meine Bachelorarbeit. Hier drin im Lesesaal könnt ihr arbeiten oder hier draußen auf den Liegestühlen bei schönem Wetter einfach mal relaxen. Hinter uns ist die Hofgartenbibliothek. Darin findet man vor allem historische Bestände, wie zum Beispiel Handschriften, Inkunabeln, alte Drucke, grafische Sammlungen und eben Bestände aus dem früheren Kirchenbesitz. Für die Geschichtsjunkies unter euch, vor allem die alte Handschriftensammlung, ist richtig spannend. Das ist übrigens die Campuskatze Günni und die freut sich immer über ein paar Krauleinheiten, wenn ihr ihn seht. Das ist die Aula Bib, eine ziemlich coole Architektur, wo Neues und Altes zusammenspielen. Außerdem befinden sich hier drin Buchscanner und vor allem Bücher für die Journalisten. Danke, Günni! Das ist die Teilbibliothek Ulmer Hof. Hier drin findet ihr die Theologische Fakultät und die Religionspädagogik. Die Bibliothek war früher ein Innenhof und deswegen gibt es hier richtig schicke, offene Arbeitsplätze. Das war unsere Bib-Tour. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut auf ku.de oder kommt einfach vorbei. Frohes Studieren, eure Carrie. Danke an Carrie für diese coole Bibliotheksführung. Carrie war früher eine Mitstudierende von mir und wird euch später auch noch coole Spots hier zeigen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Chat stellen. Aber ich muss auch noch was von der Bibliothek erzählen, weil ich bin da tatsächlich auch immer, wenn ich lerne, ich finde, da kann man sich immer so am besten konzentrieren. Und es ist dann immer ganz witzig, wenn man dann tatsächlich so während der Klausurenphase wirklich jeden in der Bibliothek antrifft. Also wirklich jeden. Es ist dann eigentlich wie so ein Zusammentreffen, obwohl man ja leise sein sollte. Aber in der Bibliothek zur Klausurenphase, da trifft man sich immer. Und ja, ich schaue jetzt nochmal in den Chat, ob noch was reingekommen ist. Aber ansonsten kann ich ja auch noch ein bisschen was von meinem Alltag hier erzählen, weil das interessiert auch immer viele. Ah, jetzt ist noch eine Frage reingekommen. Kriegt man in der Bibliothek immer einen Platz? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben so viele Plätze in der Bibliothek und auch mehrere Etagen. Also es kommt natürlich voll auf die Bibliothek an, aber egal in welcher Bibliothek ihr seid, sei es an der Zentralbibliothek, sei es am Ulmer Hof, sei es in der Aula-Bibliothek, da gibt es immer freie Lernplätze. Und es gibt auch Plätze, wo ihr für euch sein könnt, euch ein bisschen abschotten könnt. Das sind dann, da kann man sogar die Türen verschließen oder es gibt auch Audiokabinen. Da seid ihr einfach ein bisschen abgeschotteter und habt auch mehr Freiraum. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt zusammen lernen und euch ein bisschen unterhalten, dann ist das einfach der perfekte Ort, weil da stört ihr auch niemand anderen, werdet aber auch im Gegenzug nicht gestört. Und was ich persönlich auch an den Bibliotheken so cool finde, das ist nämlich bei uns in der Zentralbibliothek,
Wir haben jetzt zu jedem Fachbereich ganz, ganz viele Bücher. Und ich lerne nebenbei auch noch Italienisch. Und als ich dann in die Sprachenabteilung gegangen bin, war ich erstmal total überwältigt, wie viele Bücher und Magazine wir für die einzelnen Sprachen haben. Und auch tatsächlich sehr aktuelle Ausgaben von verschiedensten Sprachmagazinen. Also wenn ihr euch dafür interessiert, die gibt es auch in den verschiedenen Bibliotheken. Und ist wirklich sehr, sehr spannend. Also nicht nur zu Sprachen, sondern auch zu anderen Thematiken haben wir verschiedene Magazine und die neuesten Bücher auf Lager. Sind die Bibliotheken weit auseinander? Nein, also wie bereits vorhin schon gesagt, hier in Eichstätt, aber auch in Ingolstadt, sind die Wege eigentlich sehr kurz und immer zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Also ich kann hier, glaube ich, nach hinten zeigen und dann sieht man fast hinter dem Kollegiengebäude ist die Zentralbibliothek und von hier aus 5 Minuten entfernt ist die Aula-Bibliothek und von da aus 2 Minuten entfernt ist der Ulmer Hof. Also es ist wirklich ein Katzensprung, kann man so sagen. Also das ist wirklich nicht weit entfernt. Ich leite wieder über zu Carrie, die zeigt euch jetzt richtig coole Spots hier in Eichstätt. Auf unserer Seminarwiese an der Altmühl könnt ihr zwischen den Vorlesungen entspannen, abhängen oder auch sporteln. Ob Kaffeepause oder Mensaschmaus, unsere Mensa-Terrasse und Cafeteria laden dazu ein. Das ist die Theke von der Katholischen Hochschulgemeinde, kurz KHG. Die Theke ist unsere Studierendenkneipe, in der sich die Studierenden und Dozierenden nach einem anstrengenden Unitag treffen. Im Sommer auf ein kühles Bier oder ein Weinschörlchen im Biergarten oder im Winter sich richtig einheizen lassen von den Thekenpartys. Hier gibt's alles. Glühweinseminar, Karaokeabend und. Das ist übrigens unsere Campuskatze Günni. Und der freut sich immer über ein paar Streicheleinheiten, wenn ihr ihn seht. Meistens hängt er in der Theke ab. Wenn um 12 Uhr die Tore in der Theke geschlossen werden, dann geht es meistens im Nachtwächter oder im Pub weiter. Eine Runde Dart, ein kühles Bier und zum Abschluss, Schluss, eine Pizza. Das ist unser Bermuda-Dreieck. Theke, Nachti, Pizza. Und wenn ihr das nächste Mal im Nachti seid, fragt mal nach einer Ampel. Wandern, spazieren gehen oder einfach abschalten, das könnt ihr am Panoramaweg. Erholung pur im Grünen. Und da gehe ich jetzt hin. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut einfach auf ku.de oder kommt selber vorbei. Ciao! Ich bedanke mich herzlich, dass ihr dabei wart. Ich fand es sehr, sehr cool mit euch. Und ja, solltet ihr auch noch irgendwelche Fragen haben, schreibt uns gerne auf Social Media oder schreibt uns eine E-Mail. Wir beantworten die immer gerne. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns am Campus. Ich freue mich auf euch am Tag der offenen Tür. Schaut vorbei. Und ansonsten, wenn ihr hier zum Studieren anfangt, kommt doch gerne bei uns bei Radio Pegasus vorbei. Und ja, ich freue mich. Vielen Dank. Thank you.